Stillgestand, Kadetten. Hauptmann hier, willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars Squadrons. Wir sind wieder im Hangar und gehen mal zu unseren Kollegen. So schnell wird sich das Imperium nicht wieder in unser Territorium wagen. Dank unserer neuen Pilotin. Ja, und dem Rest von uns. Das ist kein Wettrennen. Wir sind ein Team. Du hast recht, Garni. Aber trotzdem, echt gut geflogen. Ja. Wo wir gerade vom Fliegen reden, das erinnert mich an das Drachenlochrennen vor ein paar Jahren. Hast du dir das angesehen, Kio? Na klar, hab das ganze Rennen im Holonet mitverfolgt. Ja, ich auch. War von Anfang bis Ende mit dabei. Aber ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich glaube, das war einer von den Ash-Zwillingen. Nein, warte. Dellenwug. Ja, der war es. Mann, der hatte es damals echt drauf. Die einzige Person, die ihm das Wasser reichen könnte, ist Kio. Ach, hör auf. Dellenwug hat 9 Meisterschaftstitel. Ich habe gerade mal 5. So unterhaltsam das Thema auch ist, Commander Javes meinte, jemand Besonderes wartet auf uns im Besprechungsraum. Okay. Finden wir heraus, was als nächstes ansteht. Ja, gehen wir da mal hin. Im Fall. Der Commander wartet. Hey, mein Druide sieht aus wie Azur, nur nicht in Blau, sondern in Grün. Gleiche Modellreihe vermutlich. Und wo ist er jetzt? Ich drängte ihn mit der Talos-Gruppe von einem medizinischen Konvoi Richtung Yavin. Er steckt in Yavins Atmosphäre fest, kein Hyperantrieb. Für die Talos-Gruppe allein sind zu viele Jäger vor Ort. Wäre gut für uns beide. Ah, ein Besucher. Wedge Antilles, Renegatenstaffel. Ihr seid wohl dafür verantwortlich, dass meine Kommunikation wieder funktioniert. Ich habe ein Problem mit einem Sternzerstörer, bei dem mir Vanguard möglicherweise helfen könnte. Wir brauchen einen Sternzerstörer für Projekt Starhawk. Intakt. Zeigen wir, was Vanguard kann. Wedge und bitte. Alter, Captain Antilles, eine Legende. Okay, sonst will keiner. Gut, dann halt wir. Ihr habt das vermutlich alle schon mitbekommen. Die Talos-Gruppe hat den imperialen Sternzerstörer Victorum über den Planeten Yavin eingekesselt. Wir müssen ihnen helfen, ihn kampfunfähig zu machen und zu übernehmen. Wir müssen zunächst einmal die Geschütze ausschalten. Dann wird der Rest wesentlich einfacher. Wenn wir auch das Zielerfassungssystem zerstören können, verschafft uns das noch etwas mehr Zeit. Anschließend müssen wir den Sternzerstörer zum Entern klar machen. Dafür müsst ihr eine potenzielle Schwachstelle im Rumpf der Victorum ausfindig machen, am besten in der Nähe der Brücke. Sobald ihr eine gute Stelle gefunden habt, bombardiert sie, bis der Rumpf durchbrochen ist. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Victorum noch immer einige TIE-Jäger im Hangar hat. Und die werden versuchen, uns aufzuhalten. Sobald alle Ziele ausgeschaltet wurden, kann die Entermannschaft übernehmen. Während unsere Truppen die Brücke einnehmen, wird Vanguard die Außenseite beschützen, für den Fall, dass feindliche Verstärkung eintrifft. Sobald das Team die Brücke eingenommen und die Kontrolle über den Sternzerstörer erlangt hat, treffen wir uns mit der Temperance. Okay, das klang jetzt so, als ob das Stehlen eines Sternzerstörers eigentlich ganz einfach wäre. Hoffentlich habe ich recht. Kriegen wir hin. Sonst noch jemand hier? Angar? Ah, Wedge. Was geht? Entschuldige die übereilte Vorstellung. Die Talos-Gruppe verlässt sich darauf, dass ich so schnell wie möglich Verstärkung für sie organisiere. Dein Commander meint, dass du Talent hast. Genug, um einen Sternzerstörer zu stehlen. Das würde ich so nicht unterschreiben. Normalerweise würde ich die Renegatenstaffel damit beauftragen, aber General Syndulla hat mich vorübergehend Projekt Starhawk zugeteilt. In der Zwischenzeit kümmern sich die Renegaten um eine andere vertrauliche Angelegenheit. General Syndulla hält uns ordentlich auf Daisy, Tag. Ja, nein, die... Euer Commander und ich haben etwas gemeinsam. Auch ich bin früher für das Imperium geflogen. In der Sky Strike Akademie. Mich der Rebellion anzuschließen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich wünschte, mehr meiner Freunde hätten das mir gleich getan. Ja. Das war ein nettes Gespräch, aber die Talos-Gruppe wartet auf uns. Weniger Typen zum Abschießen gäbe es dann und mehr bei uns. Ja, fände ich auch toll. Und ihr zwei? Ah, oh Gott, bist du fummelig. Ein Sternzerstörer. Verlangst du ihn da nicht schon ein wenig zu viel abblinden? Vanguard wird damit klarkommen, oder etwa nicht? Außerdem braucht Projekt Starhawk den Sternzerstörer für... Na, du weißt schon. Wedge hat sich in der Schlacht von Yavin einen Namen gemacht. Er kennt das System besser, als es das Imperium je kennen wird. Ihr kämpft in einem ehemaligen Gebiet der Rebellion. Wenn Wedge also einen Ratschlag hat, solltet ihr lieber die Ohren aufsperren. Denkt außerdem daran, dass auch ein verwundeter Krakaner noch zubeißen kann. Seid vorsichtig in der Nähe des Sternzerstörers. Ja, Fischmann, bin ich. Brecht auf, so früh ihr könnt.
Jupp, gibt's noch einen Kaffee oder so? Noch eine Klopause? Na, wahrscheinlich. Okay. Grace kann man noch eine Runde schnacken. Yevin ist die Schlacht mit dem ersten Stern zu Todesstern. Neue Hoffnung oder wie auch immer. New Hope, keine Ahnung. Wir sind also auf dem Weg nach Yavin, mit wichtiger Gesellschaft, wie es aussieht. Und jetzt wissen wir, dass Projekt Starhawk einen imperialen Sternzerstörer benötigt. Das ist genug Feuerkraft, um eine kleine Flotte auszulöschen oder dem Imperium eine unangenehme Überraschung zu bescheren. Das allein würde die Geheimnistuerei nicht rechtfertigen. Es steckt mehr hinter dem Plan des Commanders. Wir müssen ihm wohl einfach vertrauen. Leider wird das keine leichte Angelegenheit. Selbst ein beschädigter Sternzerstörer verfügt über unzählige Panzerungen, Geschütze und Schilde. Mein armer, intoleranter Vater nannte Sternzerstörer immer die Fäuste des Imperiums. Falsch lag er damit nicht. Aber sie sind nicht unbesiegbar, wenn man gut ist und Glück hat. Bleiben wir lieber optimistisch. Wäre ich auch dafür. Verschwenden wir keine Zeit. Okay, dann mal rein in den Kübel, warum auch immer der grün sein muss. Kann ich irgendwie am Loadout was ändern? Achso, ich kann mir das Ding von allen Winkeln angucken. Ganz los. Bereit machen zum Start. Der Commander will, dass du diesmal einen X-Flügler fliegst. Ich habe das ihn das für dich mit Mal. Ionenraketen ausgestattet. Damit lassen sich feindliche Jäger sowie Subsysteme von Großkampfschiffen lahmlegen. Okay, da wäre ich nicht, hätte ich nichts dagegen. Ionenrakete, Kreaturdruide, Flektoschild. Okay, gut. Sieht. X-Wing auch, verdammt. Scheiß auf X-Flügler. X-Wing. Und dann mal raus aus unserem komischen Analplug mit Griff. Ich mein Kreuzer. Yavin Prime. Dieser Ort weckt immer wieder Erinnerung. Hoffen wir mal, dass uns das Skywalker-Glück heute heut ist. In Ordnung. Bereit, Vanguard? Wir stürzen uns jetzt direkt in die Action. Vanguard? Talos-Anführerin hier. Ich erbitte sofortige Hilfe. Captain Antilles in Begleitung der Vanguard-Staffel. Hier, um zu helfen. Verdammt gut, dich zu sehen, Wedge. Wir hatten schwere Verluste. Der Sternzerstörer muss gestoppt werden. Keine Sorge. Wir sind hier, um ihn zu kapern. Ihn was? Seid bereit? Abfangjäger. Die sollten wir zuerst loswerden. Konzentration, Vanguard. Priorisiert eure Ziele und greift an. Sie nehmen uns auseinander. Ja. Guter Schuss. Die Ionenrakete hat ihre Systeme gekillt. Wir erledigen den Rest. Sehr gut. Drängt die Imperialen zurück. Okay, regenerieren wir mal Schilde. Ich stehe dir bei. Nicht so lange in den Wolken bleiben. Selbst in dieser Höhe kann die Hitze deinen Schiffsrumpf toasten. Ah, okay. Gut, dann brauche ich jetzt einen TIE Fighter. Der Sternzerstörer hat noch einen Schwarm TIE-Abfangjäger gestartet. Aufstand bleiben. Ein kleiner hier. Das Schiff ist in schlechter Verfassung. Alles wieder im Lot. Geh dann mal daran. Sie haben mich im Visier. Die hat gewissen. Ich begleiche stets meine Schulden. Irgendwann. Geh dann mal ran an den. Viel hält er nicht mehr.
Wow. Das mache ich später wieder gut. Hey, wo ist der nächste? Der erkennt uns. Fuck, Alter. Ich find's halt einfach in dem Spiel extrem unübersichtlich, weil dieses Targeting so kacke ist. Entschuldigung. Down, okay. Okay, wo sind Gegner? Hier ist einer. Okay. Oder? Alter, wo ist denn der? Alter, sag mal, wo zum Fick ist der jetzt schon wieder? Komm, halt dich selber! Alter! Ich komme mir gerade irgendwie verarscht vor. Das sind zu viele Gegner. Und vor allem, du siehst halt nichts. Du hast null Übersicht in dem Game. Ich kann mein Cockpit ja nicht drehen. Gut, dann müssen wir halt mal einen Schritt weg. Pass auf da hinten, Kumpel. Sehr gut. Bring die Imperialen zurück. Geht klar. Hab ich dich. Herr Jäger 400. Ihr habt den Ruinen gehört. Einer hängt an mir dran. Pass auf da hinten, Kumpel. Komm schon. Der Sternzerstörer hat noch einen Schwarm Tire-Jäger gestartet. Ah, fuck. Muss erst nachladen. Muss erst nachladen. Das war knapp, aber nicht knapp genug. Alter, ich sehe grad nix im Schirm. Okay, wir müssen mal weg hier. Da fliegt eine Rakete auf dich zu. Halt! Oh, meine Fresse, ey. Natürlich. Hier bin ich. Okay. Das mache ich später wieder gut. Alter, was? Der Sternzerstörer hat noch einen Schwarm Tire-Fangjäger gestartet. Wachsam bleiben. Einer von denen hängt an mir dran. Und jetzt erledige ich sie. Teamarbeit. Wo ist der Motherfucker? Alter, ich dachte, das ist manövrierunfähig.
Na komm schon. Pass auf da hinten, Kumpel. Komm schon, Motherfucker. Yes. Okay, komm schon. Da sind welche, okay. Okay, ich muss mal kurz weg. Kann. Alter, stirb doch, du scheiß Ding. Hier ist einer. 66% HP, okay. Hier hängt einer am Heck. Ich finde dieses Spiel so extrem schwer zu zielen, muss ich sagen. Weil... Weil man hat hier halt keinen so... Ich finde, man hat halt einfach keinen so Strich zwischen, was wo mir anzeigt, wie weit meine Maus, welche Richtung ich meine Maus ziehe, wenn ihr wisst, was ich meine. Sie haben mich im Visier. Jawohl. Das war's. Alter Schwede. Gute Arbeit, Denker. Hab ich dich. Okay, bei der Thanos-Anführerin sammeln. Wedge, wir hatten schwere Verluste. Wir benötigen Reparaturen. Danach sollten wir verschwinden. Verstanden, Thanos-Anführerin. Keine Sorge wegen der Imperialen. Wir halten sie auf Trab. Alter Schwede. Sternzerstörer stehlen? Das ist der Plan. Warum sollen wir umdrehen? Ach so, ich bin in die falsche Richtung geflogen. Ja, okay. Aber ich hätte gesagt, wie es hier weitergeht. Okay, meine Thanos-Anführerin sammeln. Erfahren wir in der nächsten Folge. Also, wir hatten schwere Verluste. Wegtreten. Hauptmann out.